Corona hat die Menschheit grundlegend verändert. Aber Pandemien und Seuchen gab es ja auch schon vorher und schon immer. Was ist der Unterschied von Corona zu anderen Seuchen und wie haben Seuchen die Menschheit verändert, auf lange Sicht gesehen? Darüber sprechen wir jetzt hier bei Welt im Wandel TV mit einem Arzt und Medizinhistoriker. Herr Dr. Reuter, ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier bei uns im Studio sind, denn dieses Thema ist natürlich, wie soll ich sagen, beschäftigt alle Menschen natürlich wegen Corona, aber auch den Vergleich zu sehen von der aktuellen Pandemie zu anderen Seuchen im Jahrhundert, das ist natürlich einfach interessant, um ein bisschen Distanz zu bekommen zu dem ganzen Thema. Jetzt sind Sie Arzt und Medizinhistoriker. Wie würden Sie denn die jetzige Seuche, also Corona praktisch, mit anderen vergleichen? Ja, zusammen mit Corona sind ja eigentlich auch andere frühere Seuchen immer wieder ins Spiel gebracht worden. Die spanische Grippe ist erwähnt worden, die Cholera, die Pest. Und die kollektive Erinnerung, die die Menschen irgendwie daran haben, vom Schulunterricht her, vom Studium, wo sie gewusst haben, es hat schwere, große Seuchen gegeben mit sehr vielen Toten, die Gesellschaft massiv beeinflusst haben, war natürlich für die Wahrnehmung von Corona ein ganz wichtiger Faktor gewesen, weil man dann sagen konnte, es ist zwar jetzt ein neues Ereignis, aber grundsätzlich haben wir das mit einem riesigen Problem zu tun. Mhm. Und deswegen habe ich zusammen mit meiner Frau mir einfach mal gesagt, ich möchte mal genauer anschauen, was tatsächlich bei den früheren Seuchen eigentlich abgelaufen ist. Also medizinisch, das heißt, wie viele Menschen sind gestorben? Hat es tatsächlich auch alle Bevölkerungsgruppen gleich getroffen, so wie man das eben sagt? Und welche sozialen Auswirkungen hatte das Ganze? Denn jeder konnte ja jetzt mit Corona auch sehen, dass es hier nicht nur um ein medizinisches Problem ging, sondern dass es ja vor allem auch massive soziale Auswirkungen bis in die kleinsten Bereiche hatte. Und deswegen ist es ganz wichtig, und da haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch sehr viele Erkenntnisse gewonnen, die für mich zum Teil auch überraschend waren. Jetzt, wenn wir mal zur Pest gehen im Mittelalter, da habe ich ja im Schulunterricht viele schlimme Bilder auch gesehen, Zeichnungen, was es da alles gab und die schlimmsten Erzählungen. Was würden Sie denn sagen, wie war das denn damals mit der Pest? Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, da kommen wir dann nachher noch dazu, in dem alle Ihre Erkenntnisse drinstehen über diese Seuchen und Pandemien. Aber gerade jetzt die Pest zum Beispiel, wie ist die denn abgelaufen damals im Mittelalter? Ja, da stellt man zunächst mal fest, wenn man sich damit beschäftigt, dass es eigentlich gar nicht sehr viele Quellen gibt, die wirklich verlässlich sind. Es sind eigentlich immer wieder dieselben Quellen, auf die sich Historiker beziehen. Die nehmen auch immer wieder die gleichen Zitate. Und einige dieser Quellen stammen von Literaten. Das ist eben in Italien der bekannte Petrarca oder Boccaccio gewesen. Die haben eben sehr blumig auch über die Vorkommnisse geschrieben. Nur die beiden, die offiziell auch nach Wikipedia und bei Google-Suche immer als Zeitzeugen gelten, waren nie vor Ort gewesen. Das heißt, die haben das Ganze offensichtlich auch nur vom Hörensagen gekannt. Und bei etlichen Quellen ist auch sehr die Frage, ob die überhaupt in der damaligen Zeit verfasst worden sind. Da gibt es Indizien, teilweise auch Beweise dafür, dass die Jahrzehnte später geschrieben worden sind. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, können wir heute überhaupt noch genau herausfinden, was damals wirklich passiert ist bei der Pest? Was auf jeden Fall ein gesichertes Erkenntnis ist, dass die Pest nicht einfach so abgelaufen ist, wie das in den Büchern drinsteht, dass sie als Welle über mehrere Jahre über Europa gerollt wäre und überall zugeschlagen hätte. Mhm. Es gab Städte, in denen es Seuchentote, auch viele Seuchentote gegeben hat, aber es gab ganze Bereiche, da haben wir überhaupt keine Mitteilungen und in Zeitzeugenberichten ist die Pest auch gar nicht erwähnt. Das heißt also, in etlichen Gegenden Europas hat die Pest gar nicht stattgefunden. Also in Franken, in Böhmen und in Mähren. Das war kein europaweites Phänomen. Also das ist eine große Fehlwahrnehmung.
und die Zahl der Toten, die es bei der Pest gegeben hat, das ist auch eine ganz unsichere Geschichte. Ähnlich wie später bei der spanischen Grippe oder jetzt wieder bei Corona, da werden sehr schnell sehr große Zahlen in den Raum gestellt. Und wenn man dann mal abklopft und schaut nach, woher kommen eigentlich diese Zahlen, wie sind die gesichert, stellt man fest, dass da eigentlich an Fakten gar nichts ist. Nicht? Man spricht ja bei der Pest auch davon, dass das 30 bis 50 Millionen Tote in Europa gefordert hätte und das bei einer geringeren Bevölkerung damals in Europa. Aber wir wissen es nicht, wir wissen es schon deswegen nicht, weil wir nicht mal vernünftige Bevölkerungszahlen haben. Also bei den Städten wie jetzt in Florenz, wo es etliche Berichte gibt, da weiß man nicht genau, hatten die 50, hatten die 100, hatten die 150.000 Einwohner. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, wie viele Leute krank geworden sein konnten überhaupt. Und dann ist ja noch, selbst wenn man eine Einwohnerzahl hat, fraglich, wie viele Leute sind denn vor Ort geblieben? Denn es gab ja jahrhundertelang, weil die Medizin auch sehr hilflos diesen Infektionskrankheiten gegenüberstand, die ganz klare Aussage, die beste Medizin gegen eine Pest, gegen eine Seuche ist die Flucht. Und das haben natürlich auch die Menschen gemacht, die fliehen konnten. Und es waren die besseren Kreise gewesen, denn man musste ja irgendwo anders eine Bleibe haben. Man musste einen Wagen haben, man musste auch ausreisen dürfen. Das heißt also, es sind größere Bevölkerungsteile je nach Wohlstand geflohen. Und wie viele dann wirklich in der Stadt waren und auch erkranken und sterben konnten, das wissen wir seriöserweise gar nicht. Wie steckt man sich denn an der Pest an? Ja, die Pest gilt ja als so furchtbar ansteckend, wo es ja immer diese entsetzlichen Bilder gibt von Ärzten, die mit einem Umhang und dieser Schnabelmaske im Gesicht herumlaufen, weil das so infektiös wäre. Also die Pest, die eigentliche Beulenpest, die ja zu solchen Lymphknotenschwellungen führt und dann auch Hauteinblutungen, die ist eigentlich gar nicht ansteckend, muss man sagen. Und zwar nicht von Mensch zu Mensch, denn sie wird ja über Tiere verbreitet. Die gängige Theorie ist ja, dass die Ausbreitung stattfindet über Rattenflöhe. Wobei das auch sehr umstritten ist, weil es einfach Widersprüche gibt. Es könnten also auch andere fliegende kleine Tierchen gewesen sein, wie irgendwelche Stechmücken, die beispielsweise das verbreitet haben. Damit können schon Leute, die im gleichen Milieu leben, dann häufig krank werden, weil sie haben ja dann mit den gleichen Flöhen oder mit den gleichen Stechmücken zu tun. Aber es ist nicht so, dass ein Mensch den anderen einfach durch Kontakt anstecken könnte. Wenn Sie jetzt so erzählen, dann merke ich gerade in mir so eine leichte Angst irgendwie, weil man hat halt Angst davor, vor so einer Krankheit irgendwie. Und ich habe auch den Eindruck, also Corona war ein Thema, das viele Ängste ausgelöst hat. Wieso ist es denn so, dass praktisch diese, irgendwie, ich habe den Eindruck, mit den Ängsten gespielt wird oder die gerade noch gefördert werden. Also wenn dann, ich kann mich an das Bild von mit den Särgen von Bergamo erinnern. Das war so beängstigend, also man hat wirklich sich nicht mehr getraut, ohne Maske auf die Straße zu gehen, wenn irgendwo da hinten ein Mensch war. Ja. Also deswegen, an was liegt es, dass da so auch mit Ängsten gespielt wird, vielleicht auch in den Medien, oder dass da gerade Ängste gefördert werden? Ja, das ist diese soziale Komponente bei den Seuchen. Jede Infektionskrankheit, die mehr Menschen betrifft, ist eben nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein soziales. Und wie wir jetzt auch bei Corona ja gesehen haben, wird auch von der Oberschicht beziehungsweise von den Behörden genutzt für gewisse Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen. Genau. Da müssen wir davon ausgehen, zeigen alle Zeitzeugnisse, dass das auch in früheren Zeiten so der Fall gewesen ist. Nicht? Es hat einen deutschen Schriftsteller gegeben im 19. Jahrhundert, der gesagt hat, die Seuche geht, die Strenge bleibt. Das heißt also, das zeigt schon, dass es die Menschen auch damals so wahrgenommen haben, dass es tatsächlich so ist, dass dann Maßnahmen gesetzt werden, über deren Sinn man trefflich streiten kann, die aber dann bleiben und wo offensichtlich bestimmte Kreise einer Bevölkerung Gefallen an diesen Maßnahmen, an diesen Kontrollen, auch an dieser Angst gefunden haben. Denn das, was Sie beschreiben mit der Angst, führt ja auch oder erklärt ja auch immer, warum man dann eine Bevölkerung leichter steuern kann. Eine Bevölkerung, die nüchtern und klar und rational denkt, ja, die ist nicht so einfach in eine Richtung zu bringen. Aber eine Bevölkerung, die in panischer Angst ist, die kann man leicht für neue Veränderungen betreiben. Da kann man eine neue Zeit heraufbeschwören und sagen, es muss jetzt alles so und so ablaufen. Die Widerstände werden geringer sein.
Und das hat man eben in früheren Zeiten auch gehabt. Dann ging es ja auch darum, eine neue Zeit, nicht? Denken wir nur daran, 1347, 48 mit der ersten Pest in Europa, das war eigentlich der Beginn der Renaissance. Und die Renaissance, die sich ja dann etwa bis in frühes 16. Jahrhundert hineingezogen hat, war ja auch eine Art Zeitenwende, die man gemacht hat. Plötzlich lateinische, griechische Dinge waren überwichtig gewesen, wichtiger als die einheimische Kultur. Es haben sich viele Werte verschoben, nicht? Es wurde diese ganze Gelehrsamkeit, Schul-, Universitätsbildung, das wurde besonders hochgewichtet. Und das wären alles so Entwicklungen, die sicherlich nicht so einfach zu machen gewesen wären. Oder denkt man auch nur sehr augenfällig daran, die großen Dombauten in Europa, ja, die sind in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gemacht worden. Das waren Riesenprojekte, wo wir alle wissen, dass viele Dome begonnen wurden, wurden dann teilweise über Jahrhunderte eingestellt, weil die Gemeinwesen finanziell völlig überfordert gewesen sind mit diesen Riesenprojekten. Und dass man die überhaupt ins Werk setzen konnte, das war eigentlich schon ein bisschen verrückt oder Wahnsinn, muss man sagen. Und das konnte man mit einer Bevölkerung, die in Angst war, natürlich viel leichter machen. Das heißt also, da hat es eine Rolle gespielt. Und es ist ja auch nicht so, dass es dann so in den letzten paar Jahrhunderten vielleicht 4 oder 5 solchen Ereignisse gegeben hätte. Es hätte ja alle 8 bis 10 Jahre statistisch gezählt, also hunderte von solchen Ereignissen, die man damals alle Pest genannt hat. Pest war also sozusagen synonym für eine Seuche gewesen. Die hat es ja alle 8 bis 10 Jahre gegeben. Das heißt, die kehrten immer wieder. Man hat aber auch nichts getan, um ein Wiederkehren der Seuche zum Beispiel durch Hygiene, durch irgendwelche Maßnahmen zu verhindern, sondern man muss davon ausgehen, dass es durchaus einen Zweck hatte, dass diese Seuchen ein fester Bestandteil der Gesellschaft, der europäischen Unkultur gewesen sind. Da kommen wir jetzt gleich zurück zu diesem Zweck. Nur, was halt ein Unterschied ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, es gibt eine Grippepandemie oder Grippewelle, dann habe ich keine Angst. Aber Corona, da hatte ich am Anfang natürlich, weil ich ja nicht einschätzen konnte, auch Angst. Also das gibt es dann so Unterschiede. Bei Grippe gibt es ja auch manchmal eine stärkere und kann auch schlimm sein. Es gibt auch Leute, die an Grippe sterben. Es gab ja 2017, 18 das ist das mehr Kranke und Tote bei der Grippe als zu Corona-Zeiten. Das ist das Interessante. Ja. Also wie ist das dann gesteuert? Aber jetzt noch mal das andere, was mich auch immer interessiert, weil ich ja ein bewusster, mündiger Mensch, Bürger bin, Bürger, Mensch halt, Frau. Ich kann mich erinnern, ich war im Drogeriemarkt, als Corona ausgebrochen ist. Und es gab kein Klopapier und keine Haferflocken. Und ich habe echt gedacht, ich muss auch Klopapier kaufen. Das ist, man sieht mal, was macht es dann kollektiv? Wie kann man sich denn schützen? Also wenn man jetzt kein Arzt ist, ich bin kein Arzt. Aber man kriegt ja ununterbrochen Nachrichten und im Radio, im Fernsehen und im großen Umfeld. Und wie kann man sich denn da irgendwie schützen, dass man nicht in Panik gerät, wenn die ganze Gesellschaft in Panik gerät? Weil Ihr Buch heißt ja, ich halte es mal kurz in die Kamera, das Buch, das Sie geschrieben haben über die Pandemien, total interessant, wirklich spannend, heißt ja auch Hauptsache Panik. Ja, der Titel ist genau das Bezeichnende, was Sie da beschreiben. Es kommt schon auf die Panik an. Die Panik ist letzten Endes eigentlich einer der Hauptzwecke, kann man sagen, auch mit der auch verfolgt wird, wenn Seuchen nicht mit rationalen Maßnahmen eingedämmt werden, dann hat man offensichtlich auch ein gewisses Interesse daran, dass die Panik besteht. Und das, was Sie sagen mit dem Klopapier, das ist eben dieser Herdentrieb, der dann entsteht. Ne? Der Einzelne denkt nicht mehr rational drüber nach, ob das jetzt für mich sinnvoll gut wäre, sondern er macht schließlich einfach das, was die anderen machen, nicht? Und das ist dann dieser bekannte Effekt der Lemminge, die da auf die Klippe zulaufen würden und stürzen sich da alle runter mit diesem Zug der Lemminge. Die Tiere machen das nicht, ne? Die sind nicht so steuerbar. Aber bei den Menschen kann man das also schon erzeugen, dass man die alle sehr synchronisiert im Gleichschritt zu einem ähnlichen, gleichen Verhalten bekommen kann, einfach wenn diese Angstsymptomatik da ist. Genau. Und wie schafft man das dann eben aber, einen Abstand zu bekommen? Ja, ich glaube, da hilft immer nur eins, dass man sich klar macht, die Informationen, die offiziell verbreitet werden, und zwar sehr häufig und sehr lautstark, das sind immer unwichtige Informationen. Die wichtigen Dinge, die ans Eingemachte gehen,
die stehen nicht in der Zeitung und die kommen nicht im Fernsehen. Das heißt also, man muss sich eigentlich immer antizyklisch verhalten. Und ich sage immer, wenn es heißt, kauft jetzt Elektroautos, es gibt da keine Alternative dazu, dann sollte man es gerade eben nicht machen. Genauso wie man eben dann nicht gerade Klopapier kaufen sollte, wenn alle Klopapier kaufen. Einfach antizyklisch verhalten, denn es ist ja so, gerade beim Klopapier dieses Beispiel, um es wieder aufzunehmen, es ist ja so, man macht es ja dadurch schlimmer. Die leeren Regale sind ja nur dadurch entstanden, dass einer den anderen kopiert hat und hat da mitgemacht. Mhm. Aber wenn so und so viele Leute und immer mehr Menschen gegensteuern und sagen, sie sehen das halt ein bisschen anders, dann stellen sich die Probleme, die man vielleicht sogar erzeugen will, die stellen sich dann gar nicht. Weil die kommen nur, wenn eben eine große Menge Menschen das Gleiche tut. Nicht auch wenn einen Run auf die Impfungen gibt, dass dann Engpässe entstehen oder Ähnliches. Ja nur, wenn es eben einen Run gibt, sonst nicht. Und deswegen sind halt alle Informationen, und das gilt auch für die Geschichte, also nicht, wenn wir nur heute denken, die Massenmedien und Propaganda und Werbung ist ein Phänomen unserer Zeit. Nein, also das hat es damals auch schon gegeben, die Propagandaschriften, die viele der Pestschriften und alles, was ist, was da gemacht worden sind, das waren ja viel weniger schriftliche Erzeugnisse, die hatten ganz klar immer einen bestimmten Zweck. Und da ging es nicht um die Information, um die möglichst objektive Information der Bevölkerung, sondern da ging es darum, um eben dort Gefühle zu erzeugen. Dasselbe wie heute. Und wer profitiert dann von dieser Propaganda? Naja, man muss dann nachschauen, wer jeweils in der Zeit in den Folgejahren Vorteile davon hatte. Also wir haben es ja jetzt gesehen, dass so der erste Effekt war ja bei Corona gewesen, dass plötzlich die ganzen Digitalkonzerne, Online-Shops, dass da die Geschäft gemacht haben. Also die hatten sicherlich ein Interesse an solchen Entwicklungen. Und wenn wir jetzt wieder in die Geschichte zurückgehen und schauen das mit der Pest nach, dann gibt es eben auch eine Orientierung. Es gab immer eine Oberschicht, und die damals ja relativ absolutistisch oben gesessen war. Das waren relativ wenige Menschen, die vergleichsweise sehr reich waren. Und die große der Masse der Bevölkerung war arm. Viele waren eben auch als Leibeigene auch sehr unfrei gewesen. Und die Oberschicht waren eben wenige und die hatten natürlich immer Angst vor dem Rest der Bevölkerung, weil das viele waren. Wenn die plötzlich Amok gelaufen sind gegen die Oberschicht, mussten die Angst haben. Das heißt also, wenn Bevölkerung gewachsen ist und die Bevölkerung ist im Mittelalter bis ins 14. Jahrhundert hinein, auch weil damals das Klima zum Beispiel wärmer war als heute. Also, und wärmeres Klima heißt auch immer mehr Wachstum. Die Ernten sind besser, nicht? Also alles proliferiert ein bisschen besser. Da ist die Bevölkerung gewachsen und da werden die Oberschichten Angst gekriegt haben. Dass immer mehr Menschen, die bekommen dann immer mehr Nachwuchs und wenn immer mehr Volk da ist, das man vielleicht nicht mehr unter Kontrolle hat, dann kann eine Maßnahme oder eine Entwicklung, die eintritt wie eine Seuche, die so und so viele Menschen das Leben kostet, natürlich ganz erwünscht sein. Zumal ja eben es nicht so ist, wie vielfach immer noch in den Büchern steht, dass die Menschen dann, wenn eine solche eine Infektionskrankheit aufgetreten wäre in der Stadt, und es waren immer städtische Phänomene, auf dem Land war eigentlich überhaupt relativ wenig, dann war es immer so gewesen, dass ja die Menschen mit geringerem Wohlstand sind viel, viel häufiger gestorben. Das galt für die Pest, das galt sowieso für die Cholera. Cholera war eine Erkrankung der Armen. Tuberkulose war dasselbe gewesen. Auch zum Beispiel für die Pocken, wo viele Mediziner immer noch glauben, das wäre eine Erkrankung, na, die würde halt jeden treffen, wäre sehr ansteckend und all diese Dinge. Gibt es eine schöne Untersuchung auch von den Pocken aus dem 19. Jahrhundert aus Amsterdam, dass die Wahrscheinlichkeit, an den Pocken zu sterben, 10-mal so hoch bei den Armen war gegenüber den Reichen. Das heißt, es war immer abhängig davon, wie viel Geld man hatte, wie bedrohlich die Seuchen waren. Und ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, die Wohlhabenden sind schon deswegen ja weniger krank geworden und weniger gestorben, weil die konnten ja fliehen, die hatten noch einen Landsitz. Wenn Seuchengefahr gewesen ist, waren die weg, während die Armen, die mussten da bleiben, wo sie waren. Das heißt also, das ist ein wichtiger Aspekt. War das bei Corona jetzt auch so, würden Sie sagen? Naja, bei Corona war es ein bisschen anders. Da war ja keine Infektionskrankheit, die
so bedrohlich gewesen wäre, dass wir überhaupt eine höhere Sterberate hätten. Mhm. Es wurde zwar lange genug behauptet, aber wir wissen ja, dass das inzwischen längst bewiesen ist, dass die Sterblichkeit bei Corona eben nicht höher war als bei einer normalen Grippe. Bei den Pesterkrankungen damals und insbesondere unter schlechten sozialen Verhältnissen, da sind schon mehr Leute gestorben. Halt nicht diese 70% oder 80% der Bevölkerung, wie gerne in den Büchern behauptet wird. Da reden wir mal von 10 bis 15%. Ne? Das waren die Sterblichkeiten, die dann in der Bevölkerung gewesen sind. Aber es gab eben klare wirtschaftliche Interessen. Damals bei der Pest hat es eben auch noch eine große Rolle gespielt. Es sind ja vielfach die Juden, die in eigenen Vierteln in den Städten gewohnt haben, umgebracht worden. Und zwar, weil man sie angeschuldigt hätte, sie hätten etwas mit diesen Seuchen zu tun. Mhm. Teilweise hat man die umgebracht, ohne dass die Seuche da war. Nur weil man gesagt hat, da kommt jetzt eine Seuche und das wird dann wieder auf die Juden zurückzuführen sein. Das heißt, man hat die Seuchengefahr als reinen Vorwand verwendet, um eine Bevölkerungsgruppe, die man gehasst hat, durch die man sich bedroht sah. Denn die Juden haben ja damals vielfach das Geldverleihwesen in der Hand gehabt. Und etliche reiche Bürger, sage ich mal, die waren hoch verschuldet bei den Juden. Und wenn sie die Juden umgebracht haben, dann waren die Schulden weg. Kann man sagen, bei jeder Seuche, jeder Pandemie gab es einem Profiteur oder Profiteure? Ja, kann man also immer sagen. Das heißt nicht, dass jede Seuche einfach angezettelt worden wäre. Da würde man sich das Ganze zu einfach machen. Vieles hatte auch damit zu tun, eben unhygienische Zustände. Nicht? Ja. Also wenn man weiß, dass über Fliegen oder über Flöhe Krankheiten, wenn man sich darum nicht gekümmert hat und hat eben seine ganzen Fäkalien einfach auf die Straße geschüttet, hatte keine saubere Trinkwasserversorgung, dann war das ohnehin immer ein Problem. Ne? Also man muss davon ausgehen, dass die Reichen hatten ja früher ihre Sommersitze nicht einfach nur, weil sie Urlaub machen wollten, sondern auch, weil sie gewusst haben, in der Sommerzeit, wenn die Temperaturen höher sind, dann die ganzen Fäkalien, die Stadt hat gestunken, es ist mehr Fleisch verdorben, all diese Dinge, da wollten die weg sein. Da waren die dann auch draußen gewesen, es war für die auch eine Art Lebensversicherung, ne? Und hatten dann auch sowieso in ihren Häusern eigene Brunnen. Während wenn eben die Brunnen irgendwie verseucht waren, weil Tierkadaver drin lagen oder Ähnliches, dann sind natürlich die Leute, die nur den öffentlichen Brunnen hatten, einfach verstorben. Ja. Also das heißt, es gab ganz klar Profiteure, die es gegeben hat, die dann auch, sagen wir mal, dafür gesorgt haben, aber dass die Seuchen durchaus wiedergekommen sind oder dass die Seuchen auf jeden Fall nicht früher geendet haben. Mhm. Die haben sie laufen lassen. Und da gibt es ja ein wunderschönes Beispiel, was leider zu wenig bekannt ist. Zur gleichen Zeit, als in London die letzte große Pest 1665 gewesen ist, gab es in der Hafenstadt Bristol, 150 Kilometer entfernt, mit ziemlicher Sicherheit den gleichen Erreger, auch eine Pest. Mhm. Und in London sind damals 80.000 Leute gestorben. Also man sagt, eine Riesensache, dass die Bevölkerung fast ausgelöscht, weil ja viele auch weggegangen sind. So, und in Bristol sind ganze 100 Leute gestorben von den 15.000 Einwohnern. Ja, das heißt, die Sterblichkeit war 0,6%. Und wieso? Ja, und der Unterschied war, dass die Behörden dort ganz rational reagiert haben. Die haben erstes Mal gesagt, die Reichen dürfen nicht aufs Land. Die müssen da bleiben in der Stadt. Und dann mussten die Reichen sozusagen auch Angst haben davor, dass sie krank werden, wenn sie nichts gegen die Seuche tun. Mhm. Und dann haben die aber auch Maßnahmen ergriffen. Das heißt, die Kranken oder bei denen man Krankheitsverdacht hatte, die hat man in ein Pesthaus außerhalb der Stadt gebracht und nicht weggesperrt, wie das andernorts häufig war, hat sie eingesperrt ohne Wasser und Brot, sondern man hat die dort medizinisch versorgt, hat vermutlich nichts genützt, aber vor allem man hat sie gepflegt und man hat sie ernährt. Ah, ja. Das heißt also, die waren gut versorgt. Und das andere ist natürlich, dass es im Rahmen von diesen Seuchen ja einfach zu sozialen Zusammenbrüchen kam. Mhm. Im Gegensatz zu heute haben wir ja keine Sozialversicherungssituation gehabt. Viele Menschen haben bei Reicheren zum Beispiel gearbeitet, aber jeden Tag und haben dafür Geld bekommen. Wenn der Reiche jetzt weggegangen ist und hatte 20, 30 Leute angestellt, dann hatten die von heute auf morgen keine Arbeit mehr, damit kein Essen mehr. Sie konnten ihre Familie nicht ernähren. Und damit sind halt auch bei Seuchen deswegen viele Menschen gestorben, weil die verhungert sind, ganz salopp. Die hatten kein Essen mehr. Und in Bristol hat man das eben damals anders gemacht und das zeigt, dass es eben immer anders gegangen wäre. Das ist ja interessant. Und jetzt
nochmal diese Frage, die ich mir auch immer stelle, weil es heißt ja immer, so und so viele Tote wegen Corona oder wegen einem anderen Seuche und so weiter. Cholera gibt es ja immer noch. Und so. Aber wie kann ich denn, Sie sind Arzt, wie kann ich hundertprozentig nachweisen, dass der Mensch an dem gestorben ist? Also angenommen, verstehen Sie, es ist die Todeszahl, die kursieren, aber wie könnte ich das hundertprozentig nachweisen? Dann müsste ich den doch obduzieren, oder? Richtig. Also deswegen sind diese ganzen Krankheits- und Todeszahlen bei allen Seuchen, und zwar bis zu Corona, stimmen ja nicht. Also jetzt bei Corona hat ja auch die Weltgesundheitsorganisation, obwohl sie ja mit stark überhöhten Zahlen arbeitet aufgrund der Tests, die ja aber nie einen Erreger nachgewiesen haben. Das ist ja nur ein Genschnipsel und das ist ja eben kein Erregernachweis. Ein Corona-positiv Getesteter weiß ich nicht, ob der tatsächlich von einem Coronavirus krank geworden wäre. Aber auch da hat die Weltgesundheitsorganisation ja zugegeben, dass in 2 Jahren von angeblich 15 Millionen Opfern 9 als Folge der Maßnahmen und nicht als Folge von Corona verstorben wären. Und so muss man sich das auch in früheren Zeiten vorstellen, dass also vieles den Maßnahmen, den sozialen Folgen geschuldet war. Und man hat eben, wie Sie richtig sagen, nicht gewusst, woran sind die Leute gestorben. Denn Krankheitserreger, wissen wir ja, hat man erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Also bis dahin konnte man bei keinem einzigen was nachgewiesen haben. Und auch nachher wurde das häufig nicht gemacht. Da war es dann so, dass man zu Zeiten einer Seuche im Prinzip jeden Toten als solchen Toten gezählt hat. Da gibt es auch ganz klare Episoden. Da hieß es, da hinten hätte man 10 Tote auf der Straße gefunden. Naja, legt sie zu den anderen dazu. Und die hat man, ohne dass die irgendjemand medizinisch kompetent ist, überhaupt angeschaut hätte, hat man als solchen Tote gezählt. Und bei etlichen Leuten, wo es auch eine Beschreibung der Symptomatik gibt, die sie vor ihrem Tod hatten, kann man nur aus der Symptomatik heute sagen, na, das passte gar nicht zu dieser Erkrankung, die man vermutet hat. Die wurden aber eben auch als Seuchentote gezählt. Und von daher sind viele Zahlen mit Sicherheit extrem überhöht und passen nicht. Woran die wirklich gestorben sind, wissen wir nicht. Und überhaupt bei den Pesterkrankungen, wenn man sagt, die Beulenpest, die wir heute als Pest mit dem Pesterreger in Zusammenhang bringen, die können wir nicht auf die Pestereignisse einfach beziehen. Weil wir wissen ja gar nicht, war das die Pest? Teilweise stimmen die Beschreibungen nicht. Oft sind gar keine Beschreibungen der Erkrankungen da. Also Pest hat man einfach gesagt, wenn eine Infektionskrankheit da war. Es kann auch ein Brechdurchfall gewesen sein, wie er im Sommer natürlich eben mit Fäkalien verseuchte Lebensmittel häufiger war. Und dann hat man auch Pest gesagt. Und dann, wenn wir heute sagen, das wäre aber die Beulenpest gewesen, dann stimmt das schlichtweg nicht. Also diese ganzen Zahlen, die kommuniziert werden in den Büchern, mit größter Vorsicht sind die zu konsumieren. Jetzt kommt mir gerade dieses Bild, das ja jahrelang um 20 Uhr in der Tagesschau gezeigt wurde, mit den Inzidenzen, also mit den Ansteckungsfällen. Ja. Das wurde ja immer, ich weiß, man durfte ja dann auch nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Ja. Also erst, wenn die runtergegangen sind. Wissen Sie das noch? Ja, ja. Naja. Aber wie absurd das Ganze ist, wenn man das mal so. Ja, und das war ja eben nur. Ja, und das war ja eben nur Testzahlen, die man da genannt hat. Und man hat ja völlig unzulässigerweise gesagt, die positiv Getesteten, die zum Teil ja nur hochgerechnet waren. Die waren ja nicht mal wirklich Getestete, die zusammengezählt wurden. Jedenfalls, die Getesteten wären die Kranken gewesen. Wenn man sich aber dann diese Kurven angeschaut hat und hat nochmal zurückgeschaut zum Anfang der angeblichen Pandemie 2020 im März, dann hat man ja gesehen, dass man da gar nichts mehr gesehen hat, wenn man jetzt im Jahr 2022 diese großen Kurvengipfel hatte von Erkrankten, dann war da vorne gar nichts zu sehen. Also das hat ja auch schon gezeigt, dass das Ganze einfach nur was mit der Testhäufigkeit zu tun hatte, aber nicht mit tatsächlichen Erkrankungen. Und das gab es natürlich bei den historischen Seuchen nicht. Da gab es ja keine Tests, mit denen man das so einfach gemacht hätte, obwohl es da ein paar Einzelfälle gibt. Aber die Zahlen, die man da kommuniziert hat, die waren eben auch vielfach hoch. Die hat man nicht jetzt in großen Grafiken natürlich herausgegeben, aber es wurde eben in der Stadt gesagt, in einem Viertel seien jetzt wieder 20 Menschen seit gestern verstorben. Und das hat eben natürlich auch diese Panik wieder angeheizt. Genau. Ne? Und man hat das eben kommuniziert genauso. Das war die gleiche Funktion mit diesen Grafiken, die in der Tagesschau aufgetaucht sind. Man wollte damit auch Angst erzeugen, aber es war keine sachliche Information. Das Schwierige ist halt jetzt auch zum Beispiel bei dem Thema Impfen,
Es ist halt immer so, wenn man eine andere Meinung, oder man kann ja auch sagen beim Ukraine-Krieg, um jetzt mal, ist ja egal, welches Thema man nimmt, die deutsche Beteiligung jetzt und Unterstützung der Ukraine. Wenn man jetzt eine andere Haltung hat als die Allgemeinheit oder man lässt sich impfen gegen Corona oder nicht, wie auch immer, dann ist es ja so, dann ist man Außenseiter. Und damit, es kann sein, dass man ausgegrenzt wird vom Großteil. Und damit muss man auch dann umgehen können. Ja, es ist immer so, wenn man eine Minderheitenmeinung vertritt, dass man eher Gegenwind hat. Und man muss mit diesem Gegenwind leben können. Deswegen ist es auch uns klar, dass so und so viele Menschen Gegenwind machen werden gegenüber unserem neuen Blick auf die Seuchen, die wir gemacht haben, der aber eben sachlich fundiert, sehr gut begründet ist und der eigentlich viele Menschen dazu bringen sollte, überkommene Klischees mal nachzudenken. Ja, denn wir haben ja dem ganzen Buch das Motto vorangestellt von Friedrich dem Großen, der gesagt hat, es ist eben der größte Gewinn, dass man etwas Neues erfährt. Und es ist zudem noch schön, der zweite große Gewinn, den man hat, wenn man was Neues erfährt, dass man eben diese alten, überkommenen Vorstellungen, falschen Vorstellungen abstreift. Also das heißt, man löst sich einfach von Dingen, die nicht stimmen. Und es ist eben gerade bei der Geschichte, bei der Seuchengeschichte so, dass halt vieles nicht stimmt, weil eben vieles schon auch früher Propaganda gewesen ist. Ja, genau. Das ist mir auch so gegangen, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich einfach einen Abstand bekommen zum ganzen Geschehen und auch zu dem Geschichtlichen, natürlich jetzt, was ich halt gelernt habe in der Schule. Und das macht natürlich mehr Ruhe. Und es macht, also es hat meine Bewusstheit gefördert. Es stehen sehr viele Informationen drin, die man einfach nicht weiß. Es ist eine ganz andere Blickrichtung. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, unterscheiden sich denn jetzt Seuchen, die jetzt zum Beispiel in Afrika auftreten, von Seuchen, die in Europa auftreten? Also können in Europa nur bestimmte, wegen dem Klima oder so oder wegen den Umständen, nur bestimmte Formen von Krankheiten auftreten und in Afrika wiederum nur diese? Ist das so? Sowohl als auch. Aha. Es gibt ja die Erkrankungen wie die Malaria, wo ja jetzt ein Überträger wie die Stechmücke gebraucht wird. Da ist natürlich ein gewisses Klima erforderlich. Die haben wir eben nicht. Die gibt es dann eben zum Beispiel äquatornah. Aber eben andere Erkrankungen wie, sagen wir, die Pocken oder die Masern, die können natürlich eben auch in diesen Ländern auftreten. Und wir wissen ja auch aus diesen Erfahrungen, zum Beispiel bei der klassischen Beulenpest, da gab es ja eine Epidemie Ende des 19. Jahrhunderts, wo man den Erreger auch erstmals identifiziert hat in China. Und da weiß man, wie viele Leute halt gestorben sind. Das waren dann eben so 10-15%. Das wissen wir heute auch, wenn die Pest, die gibt es ja immer noch, Madagaskar, Indien, auftritt, dann ohne medizinische Maßnahmen wie wirksame Antibiotika sind das 10-15%, die sterben. Und dann ist es eben nicht glaubhaft, wenn man in Europa sagt, es wären damals 50-70% der Bevölkerung ausgelöscht worden. Wie hätte das passieren sollen? Ohnehin ist ja die Sterblichkeit immer weniger davon abhängig, welcher Krankheitserreger in Umlauf ist, sondern mehr davon, in welchem Zustand die Menschen sind. Und das hat man ja bei Corona auch grob vernachlässigt, was ja auch nicht gestimmt hat, wenn man sagen muss, Corona hat ja am längsten persistiert nach offizieller Lesart in Europa, in USA. Während in Afrika war schon nach einem Jahr keine Rede mehr von Corona gewesen. In Ländern, die haben das hinter sich gelassen, weil die sich salopp gesagt Corona gar nicht leisten konnten. Die mussten ja wieder arbeiten. Die haben ja keine Lohnfortzahlung gehabt. Und das kann ja nicht sein. Menschen, die unter schlechteren sozialen Verhältnissen leben, die müssen bei jeder Krankheit eine höhere Krankheits- und eine höhere Sterberate haben als die Länder, die einen hohen Wohlstand haben. Und deswegen ist das schon ein großer Widerspruch, der eigentlich jedem sagen sollte, dass da einiges nicht gestimmt hat. Darf ich mal fragen, woher haben Sie denn dieses Wissen? Das ist ja echt beeindruckend. Also steht alles in Ihrem Buch. Woher haben Sie dieses Wissen? Also ich meine, woher wissen, haben Sie die ganzen Informationen auch bekommen? Es ist mühsam, sich die zu beschaffen. Es liegt daran, dass ich meinen Beruf ja früher beendet habe. Ich habe mit 55 aufgehört. Und seither habe ich Zeit, mich mit Dingen zu beschäftigen, für die ich während des Berufs keine Zeit hatte. Also ich kann lesen. Dann habe ich Gott sei Dank eine Ehefrau, die sich auch für diese Themen interessiert und die Historikerin ist.
und wo wir im Dialog viele Dinge entwickeln können. Und es ist die Tatsache, dass man halt wirklich im Internet aufwendig suchen muss. Man darf also nicht auf die ersten besten Quellen eingehen und glauben, wenn es ein dickes Buch ist, 1500 Seiten, solchen Geschichte, da steht alles drin. Nein, da gibt es einzelne Verweise darin, wo man sagt, aha, das ist interessant, dieser Punkt. Dem muss man näher nachgehen, dann sucht man da wieder weiter. Mhm. Und was ganz wichtig ist auch, gerade in Deutschland, viele Informationen sind eben wirklich nur in anderen Sprachen erhältlich. Da findet man bei einer Suche bei Google unter dem deutschen Stichwort gar nichts. Also das heißt, man muss dann schon in Englisch suchen, denn alle wichtigen Arbeiten werden halt seit Jahrzehnten inzwischen in Englisch publiziert. Und wenn sie nicht ins Deutsche übersetzt sind, dann findet man sie nur mit einem englischen Suchwort. Und da gibt es eben diese interessanten Dinge aus Amsterdam oder aus Bristol, die dann komischerweise halt in der deutschen Öffentlichkeit gar nicht ankommen. Mhm. Und jetzt so, wenn Sie jetzt den Überblick, Sie haben ja den Überblick über die Seuchen der Menschheit sozusagen. Gibt es denn etwas, was immer geholfen hat dem Menschen, dass er eine Seuche überlebt? Naja. Abstand oder die Flucht Essen? War, ja. Die Flucht, das war also schon immer gut. Also das war kein falsches Rezept, was damals gesagt worden ist. Wenn tatsächlich eine ansteckende Krankheit ist und man ist eben nicht vor Ort, dann ist das schon eigentlich das beste Rezept, was man haben muss. Ansonsten geht es eben darum, dass man sagen muss, wie man auch eine Infektionskrankheit, eine Welle von einer Infektionskrankheit, wenn sie auftritt, beseitigen kann oder in den Griff bekommen kann, ist eben wirklich bestimmte Maßnahmen, die wir auch am Schluss zusammengeschrieben haben. Das heißt also, man isoliert tatsächlich Kranke, aber nicht indem man sie wegsperrt, sodass viele Leute sterben, sondern indem sie gut versorgt werden. Und man sich auch wirklich um die kümmert. Ist ja jetzt bei Corona auch nicht passiert. Man hat ja zum Beispiel alte, grippekranke Menschen dann sehr schnell beatmet, aber nicht um deren Leben zu retten, sondern man hat sie beatmet, um das Personal in den Kliniken vor den Erregern dieser Patienten zu schützen und hat damit eigentlich alte Menschen umgebracht, weil wir wissen, jemand, der über 80 ist, wird nicht mehr von der Beatmungsmaschine loskommen. Das heißt also, es muss eine empathische Pflege stattfinden und es ist vielfach dokumentiert, überall, wo auch ohne wirksame medizinische Maßnahmen eine gute Pflege gewesen ist, war die Sterberate immer viel, viel geringer als woanders. Das heißt, es kommt eben gerade auf sozialen Zusammenhalt an. Das Gegenteil von dem, was gesagt worden ist, ne, stay at home und Abstand voneinander. Nein, es müssen eben Leute auch aufeinander zugehen und man muss demjenigen helfen, der in Not ist, der krank ist. Das ist das, was die Seuchen beenden kann. Mhm. Aber nicht, indem man die Leute irgendwo vereinzelt. Das Ganze macht alles nur schlimmer. Also das kann man unabhängig sagen. Und man kann auch sagen, es gibt keine einzige Seuche, die ich mir angeschaut habe, wo ich festgestellt hatte, dass irgendeine medizinische Maßnahme wie ein Antibiotikum oder eine Impfung diese Seuche beendet hätte. Sondern beendet worden sind Seuchen durch soziale Maßnahmen. Denken wir nur zum Beispiel an die letzte Cholera-Epidemie in Hamburg. Mhm. Wie ist die beendet worden? Indem man den betroffenen Menschen in den armen Vierteln endlich abgekochtes Wasser gegeben hat. Das ist ja mit abgekochtem Wasser war das weg gewesen. Die haben kein Antibiotikum, die haben keine Impfung gebraucht. Und wenn man sagt, ja, warum haben die selbst das Wasser nicht abgekocht? Die hatten kein Holz. Ah ja, okay. Das heißt, die Stadt musste dieses abgekochte Wasser zur Verfügung stellen. Das hätte sie ab Tag 1 machen können. Sie hat es nicht getan. Herr Dr. Reuter, vielen, vielen Dank für dieses so spannende Interview jetzt und natürlich auch Ihr Buch. Das ist spannender als jeder Krimi, kann ich sagen. Und das Schöne ist, man bekommt eben einen Abstand und lernt sehr viel. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, jetzt habt ihr ja genauso viel gelernt wie ich bei dem Ganzen und vielleicht auch eine Distanz zum Thema gewonnen. Ihr könnt zum Welt im Wandel-Kongress kommen. Der ist bald im Oktober in Würzburg. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Informationen hierzu findet ihr dann in den Einblendungen. Und dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.